Ha, Jungs, ich habe wieder einmal alle zusammen bei Modellbau Metz zugeschlagen und schwätze jetzt mein Werkzeug. Mal schauen, wo ich hineinschneide, damit ich natürlich jetzt diese Reife nicht zerschneide. Ich habe nämlich wieder einmal Louis-Reifen gekauft. Ich bin nicht mit allen Louis-Reifen zufrieden, aber sie haben doch ein paar im Sortiment, die okay sind. Ein so einfacher Monster Truck Reifen sind okay, aber nicht 6S oder sanfte 6S. Sind keine Pro-Lines, macht keine schwere Sachen damit. Die halten das nicht aus in 6S. Die Schaumstoff drin zerreißen sich und dann ist es vorbei. Reifen und Felge hält, aber der Schaumstoff nicht. Und das große Schwachpunkt von Louis RC sind eben die Schaumstoffe. Auf den ST-Reifen hat man ein Riesenproblem mit dem Reifen zerschneiden, weil die Schaumstoff zu klein sind. Die haben aber für die Straßenautos die habt ihr bei mir schon gesehen. Louis Tarmac Soft. Ich habe jetzt natürlich nicht die Super Soft bestellt. Aber ich hätte sollen, weil ich habe die Super Soft weitergegeben an andere Leute, die sie brauchten. Ich habe sie nicht probiert auf nasse Fahrbahn. Und ich habe jetzt entdeckt, das ist ja spezielle von GRP und SB Racing, spezielle Reifen gibt für den Regen. Und die sind wirklich super extrem soft. Die sind mehr wie so ein Buggy-Reifen, aber es ist so, dass diese Reifen hier auf dem Regen den Hammer sind. Die Soft von, ja, fühlen sich gleich an. Das sind jetzt nicht die Super Soft, sondern nur die Soft. Ich hoffe, dass natürlich Louis RC diese auch als Medium und andere noch rausholt, weil Super Soft ist wirklich zu soft und Soft ist gut, jetzt bei kalten Temperaturen, aber über 10, 15 Grad Bodentemperatur ist es ein Problem für die Reifen. Wir haben es probiert. Haltbarkeit ist okay, Ballonen ist auch okay, die Ballonen nicht. Und Riesenvorteil, die Größe. Die sind nämlich größer und es sieht super geil auf jetzt auf der GTB oder VT von Hobau. Je nach Karosserie sieht es viel besser aus mit den großen Reifen hier. Natürlich sind die GRP SB Racing des Zeugs immer noch die besten von der Straßenlage her, aber für ein Hobby ist das okay. Ich habe mir ein paar mit den Schwarzchromfelgen genommen. Je nach Karosseriefarbe kann man da ein bisschen was abändern. Ich habe nämlich was im Gang. Das kommt später als Unboxing. Oder ihr habt es schon gesehen, weil ich wie immer totale Anarchie auf dem Sender habe, weil ich das so mag. Das ist mein Sender und ich mag Anarchie, also mache ich Anarchie. Und dann haben wir eine Sorte, die wir noch nicht hatten, aber sind die Louis SC Rockets. Das heißt, die 1 zu 5er Rocket Reifen, die sind super sanft. Ich habe ja hier die X-Rocket für den X-Max. Licht, Jungs, Licht. Wieso meckert ihr nicht, dass ich nicht genug Licht habe? Hier. Die sind natürlich gut. Also auf nasse Fahrbahn ein Hammer. Wenn es trocken ist oder warm, vergesst es. Gerade wenn es warm wird, ist es ein Problem. Cool ist, die nützen sich relativ gut ab. Die waren jetzt auf dem X-Max drauf, schon 5 Packungen. Haben das super ausgehalten. Was ich nicht mag, ist das Gewicht. Ist mir ein bisschen zu schwer für den Max. Man merkt es beim Gas geben und das Zeugs. Also habe ich die auf die DBXL montiert. Deswegen habe ich hier das Loch auf 14 mm aufgebohrt. Kann sie trotzdem noch auf meinen Max brauchen, weil ich ja die von RCK Online die spezielle Radmutter haben, die da drauf gehen. Und ich habe hier also die normale 1 zu 5er Straßenreifen gekauft für auf den Max auch machen. Die sind nämlich ein bisschen härter, leichter und damit wird es sehr wahrscheinlich viel angenehmer beim Gymkhana fahren. Das werden wir normalerweise heute Nachmittag probieren. Jungs, ich freue mich auf eure Kommentare. Alle, die die Louis-Reifen haben, darunter schreiben, was euch passiert ist. Wie gesagt, größtes Problem bei Louis sind immer die Schaumstoffe, die zu klein sind. Und jetzt, die machen auch diese Felge mit 17 mm.
ein bisschen anderen Reifen drauf, schmäler. Also, ich meine, diese Größe und die nennen das Zeugs, ich glaube, habe ich es vergessen, sind nicht die ST-Version, sind andere Tracky-Reifen. Also, in diesem Maß bekommt ihr Räder für 1 zu 8er. Die sind so im Style vom Armor Outcast. Es gibt sie natürlich mit allen SC, also mit alle Louis Design, das heißt Rocket Version, Uphill, Pioneer und natürlich mit dem kleinen Stollen drauf. Sind aber meines Erachtens zu schwer für 1 zu 8er. Die wiegen nämlich 500 und was Gramm oder 84, 500 Gramm. Normale 1 zu 8er Reifen sind bei 350, 380 Gramm, wenn es leichte sind, um die 400 ist okay, aber drüber wird es, also man merkt, für Nero wäre es okay, weil das ist ein Panzer und schweren Antrieb und alles. Aber für jetzt auf ein normaler Truggy montieren wird es wahrscheinlich zu viel. Auf jeden Fall freue ich mich auf die Probefahrt von den Dinger. Tschüss, Jungs.